Es ist soweit, die Revolution startet endlich in die neue Saison. Nach der verkorksten letzten Spielzeit sind die Rebels besonders hungrig auf ein fettes Steak namens Playoffs. Doch im ersten Spiel mussten die Berliner fürchten, selbst gefressen zu werden, denn da kam der deutsche Meister von den New Yorker Lions aus Braunschweig in die Hauptstadt. Ein Opfer hatten die Löwen aus Braunschweig bereits erlegt. Im Season Opener eine Woche zuvor verspeisten die Jungs von Head Coach Troy Tomlin die Kiel Baltic Hurricanes mit 38-28. Und für die Rebellen, für sie war es das erste Spiel zusammen. Die Männer in Schwarz bestritten kein Preseason-Match und das bei 12 Neuzugängen. In der Offseason schlugen die Charlottenburger kräftig zu und holten unter anderem Adlerlegende Mario Novak, Linebacker Rory Johnson und Darius Outlaw. Der ein oder andere erinnert sich noch, er war schon mal ein Rebel und nun ist er wieder zurück. Great zu sagen, ja, die Gefühle waren ganz schön gut. Ja, die Rebels ist mein Zuhause, ja. In dieser Heimat gehörten die ersten Punkte zunächst den Gästen, kurz vor der Rebel Endzone. Der Field Goal Versuch, der klappte 3-0 für Braunschweig. Nun also die Spray-Footballer im Angriff und Benjamin Kral von den Löwen fast mit einer Interception, also der Balleroberung. Doch Gregor Lietzau nutzt die kleine Unsicherheit aus und schnappt sich das Ei, bevor es verloren geht. Das Spiel sehr ansehnlich, es entwickelte sich eine gute Erstligapartie. Darius Outlaw verteilte Pässe ohne Ende, aber die Hauptstädter erstmal ohne Touchdown nach dem ersten Viertelstand, also 0-3 aus Rebellensicht. Nach dem Seitenwechsel dann mal ein Sahnestück vom Berliner Quarterback, genauso sahnig gecatcht, Dominik Helmbold, Touchdown Rebels. Der Versuch, gleich einen nachzulegen, misslingt jedoch, also 6-3 für die Hausherren. Doch Braunschweig nicht umsonst deutscher Meister, der German Football League Champion kann das genauso gut. Grant Enders findet Lukas Omelandschuk, der das Ei in der Endzone fängt, inklusive Field Goal, kommen 7 Punkte auf das Scoreboard, 6-10 der Halbzeitstand. Das sah doch ganz vernünftig aus, was die Heimmannschaft zu bieten hatte, vor allem wenn man bedenkt, dass die Jungs in dieser Konstellation das erste Mal zusammenspielen. Also Fokus gerichtet auf Halbzeit 2 und während da die Rebels Offense noch theoretisch daran feilte, das Spielgerät in die Endzone zu bringen, machten die Lions das einfach und zwar mal richtig schön. Grant Enders mit einem 50-Yards-Pass auf Anthony Dablé und der mit einem fetten 50-Yard-Run, der Ex-Rebel, mit dem Touchdown. Einmal von Endzone zu Endzone und da zeigte das Scoreboard dann 6-17. Die Berliner versuchten es einfach weiter. Outlaw wieder mit einigen netten Pässen, die mal auch dann Empfänger fanden. Doch kurz vor der Endzone schien der Wurm drin zu sein, denn da kamen die Bälle nicht an. Deswegen Field Goal und immerhin 9-17 aus Sicht der Rebels. Aber das nützte nicht so viel. Die Braunschweiger hatten nämlich wieder ihn hier. Anthony Dablé, der tanzt munter an Rebel, um Rebel vorbei. Und tata, 23-9 aus Sicht der New Yorker Lions aus Braunschweig. Einen haben wir noch, und zwar einen unglaublichen Run. Diese Maschine überrollt die Rebels fast im Alleingang und hört auf den Namen David McKenzie. Sein Touchdown macht mit Field Goal den Endstand perfekt. Die Berlin Rebels verlieren das erste Spiel der Saison mit 9-31. Wir waren erste Halbzeit motiviert. Die Jungs waren alle fresh und wir haben langsam gemerkt, dritten Halbzeit, unsere Physis und natürlich auch Kopfsache. Ja. Vor dem Spiel konnten wir keine Videoanalyse machen, weil sie ja noch kein Match bestritten hatten. Aber als wir dann gesehen haben, wie sie das so machen, sind wir besser in die Partie gekommen und konnten einige Big Plays machen. That's the way we wanted. It was good. Ja, ich glaube in die Jungs. Wir müssen ein bisschen mehr Training in. Wir brauchen ein paar mehr Spieler, zu einem Rhythmus zu finden. Abhaken, Kopf hoch, denn das sah vor allem in der ersten Halbzeit doch ganz vernünftig aus. Der nächste Gegner dann wieder eine Nummer leichter, eine Nummer kleiner, denn dann kommen die Aufsteiger von den Hamburg Huskies ins Mommsenstadion. The revolution has now begun.
I need you to come see us at Hauptstadt Sport TV. Überträgt alle Rebels Heimsiege, die wir ab jetzt machen werden. Come see us.